Mein Name ist Roman Schäfer. Ich bin Tierpfleger hier im Tierpark Thüle, zugehörig zu Friseute. Ja, und wir befinden uns heute hier aus Anlass einer Zebrageburt, die am Freitag wir hier erleben durften, was eher ungewöhnlich ist und doch was Seltenes darstellt. Das Kleine ist quicklebendig, gesund, war eine unkomplizierte Geburt. Das dauerte etwa eine Stunde, bis es dann stand. Dann waren wir auch alle ziemlich erleichtert, als es denn so war, dass es dann endlich aufgestanden ist. Also die Geburt lief direkt hier hinter mir ab, an der Heuraufe, die vielleicht im Hintergrund gerade zu sehen ist. Also ich war zu dem Zeitpunkt nicht direkt auf der Anlage. Mir wurde Bescheid gesagt, weil ich mit der Futtervorbereitung in der Futterküche stand. Wurde dann alarmiert gewissermaßen, bin damit hinzugekommen und habe dann noch sehen können, wie das Kleine in der Fruchtblase auf der Anlage lag. Mutter lag daneben, ziemlich erschöpft, aber im Großen und Ganzen ja, für uns dann auch zufriedenstellend. Mutter stand nach relativ kurzer Zeit wieder. Wir haben hier vor uns Steppenzebras. Das ist auch die einzige Art, die wir hier in Thüle halten. Unterscheidet sich, oder es gibt im Gesamten 6 Unterarten, von derer wir eine Unterart, die Unterart Böhme-I haben. Das sogenannte Böhm-Zebra. Kommt normalerweise oder für gewöhnlich in Ostafrika vor, Serengeti, sogar etwas südlicher noch als in Tansania ebenfalls. Also in zoologischen Einrichtungen werden schon Zebras geboren, das schon. Aber insbesondere in Thüle ist es nur, es ist für jeden eigentlich was Besonderes. Und für uns als Tierpfleger, wie aber auch für die Besucher, dass es am Tag geboren wurde, hat sich hinter uns, wie gesagt, auch eine Menschentraube gebildet. Für die Besucher war es auch was ganz Besonderes. Mutter und Tochter suchen zwar die Nähe der anderen, ganz klare Geschichte. Ist auch völlig normal, ein Zebra ist ein Herdentier. Allerdings ist die Mutter sehr auf Vorsicht bedacht. Sie achtet darauf, dass das Kleine immer Abstand zu den anderen hat, dass es nicht versehentlich irgendwo zwischenkommt. Sie geht ungern in den Stall, weil wir füttern oder ich versuche, Muttern insbesondere ein bisschen mehr Kraft zu füttern. Und dementsprechend versuche ich, sie früh in den Stall zu locken. Und sie ist da sehr, sehr argwöhnisch. Also sie passt perfekt auf. Eigentlich so, wie es sein muss. Eigentlich ist alles, wir könnten es uns nicht besser wünschen. Wir suchen einen Namen für unser gerade geborenes Stutfohlen bei den Zebras. Und wir haben gedacht, wir wollen einfach mal alle Leser der NWZ fragen, ob sie nicht einen schönen Namensvorschlag für uns haben. Und dann haben wir uns überlegt, den besten Namen, also den wir dann aussuchen, dem werden wir dann 2 Saisonkartengutscheine spenden. Ein kleines Bonbon haben wir uns auch noch überlegt, denn unter allen Teilnehmern werden wir noch einen Gutschein für eine Saisonkarte extra verlosen. Bei uns ist es so, dass Sie keine Tickets vorbestellen müssen, also Sie kaufen die Tickets direkt an der Tageskasse. Eine Maskenpflicht generell auf dem Gelände haben wir nicht, aber es ist eine Maske mitzuführen, da Sie die auf den Toiletten tragen müssen oder wenn Sie zum Beispiel ins Restaurant gehen, während Sie sich das Essen holen. Wenn Sie dann am Tisch sitzen, können Sie die Maske wieder abnehmen.